Wir wissen jetzt also, dass diese Funktion I von x eine Ellipse beschreibt. Übrigens, wenn eine Ellipse rotiert, dann nennen wir Mathematiker das Ganze Ellipsoid. Das heißt, ein Hühnerei ist eigentlich aus mathematischer Sicht nichts anderes als ein Ellipsoid. Einzige Macke, die meisten Eier sind oben ein bisschen spitz als unten. Das ist wirklich blöd von Hühnern, dass sie das tun. Aber naja, dieses Hühnerei ist wirklich perfekt, links und rechts komplett symmetrisch. So, wir wollen jetzt also die Parameter a und b so bestimmen, dass das Ei 5,6 cm hoch ist und einen Durchmesser von 4,48 cm hat. In der Hauptaufgabe stand ja schon, dass es sich um ein liegendes Ei handelt. Die Höhe vom Ei ist also diese Ausdehnung, die waagerechte Ausdehnung. Und diese Höhe soll 5,6 cm haben. Das bedeutet natürlich, dass links und rechts von der y-Achse jeweils die Hälfte ist, also jeweils 2,8. Also habe ich hier einen Punkt mit 2,8-0, nennen wir ihn A. Und da drüben habe ich einen Punkt B mit minus 2,8-0. Soll nicht 2,8-0 sein. Der Durchmesser beträgt 4,48 cm. Das heißt natürlich, dass der Radius die Hälfte ist. Das heißt, der Radius ist 2,24. Das bedeutet also automatisch, dass ich da oben einen Punkt habe, nennen wir ihn C, mit dem x-Wert 0 und dem y-Wert 2,24. Unten habe ich dementsprechend einen Punkt mit 0 und minus 2,24. Interessiert uns aber nicht. Ich mache jetzt Folgendes. Ich habe zwei Parameter. Um zwei Parameter rauszukriegen, brauche ich immer zwei Gleichungen. Zwei Gleichungen können zwei Punkte bedeuten. Ich nehme also jetzt zwei Punkte und mache eine Punktprobe. Das heißt, ich setze die Koordinaten der Punkte in die Funktion I von x ein. Fangen wir an mit dem Punkt A. A hat einen x-Wert 2,8 und einen y-Wert 0. Diesen Punkt setze ich in die Funktion I von x ein. Mein y-Wert ist 0 gleich a mal Wurzel aus b minus 0,25 mal 2,8 Quadrat. Erstmal, ich kann durch a teilen, weil zum einen ist es natürlich mit mal verbunden und a kann nicht 0 werden. Warum nicht? Stellen Sie sich mal vor, a wäre 0. Dann wäre hier die ganze Funktion 0, weil die würde ja dann lauten, I von x gleich 0 mal irgendwas, wäre alles 0, würde überhaupt keinen Sinn machen. Also, zum einen teile ich durch a, dann ist es hier nämlich weg, und zum anderen tippe ich 0,25 mal 2,8 Quadrat im Taschenrechner ein. 0 durch a gibt 0, die Wurzel bleibt übrig, und wenn Sie 0,25 mal 2,8 Quadrat im Taschenrechner eintippen, werden Sie 1,96 erhalten. Naja, jetzt quadriere ich, dann geht die Wurzel weg und ich habe 0 gleich b minus 1,96, habe also b gleich 1,96. Das heißt, ich weiß bisher schon mal von meiner Funktion I von x gleich a mal. Statt b kann ich die 1,96 eintragen, minus 0,25 mal x². So, welchen Punkt kann ich noch einsetzen? Punkt b einzusetzen nutzt gar nichts, weil Punkt b unterscheidet sich nur im x-Wert, der ist negativ, und ob ich in x² was Positives oder was Negatives einsetze, spielt keine Rolle. Das heißt, einen Punkt B kann ich mir sparen. C setze ich noch ein. C hat die Koordinaten 0 und 2,24. Diesen Punkt setze ich in die Funktion I von x ein und habe, mein y-Wert ist 2,24. A mal Wurzel aus 1,96 minus 0,25 mal x ist 0.
Das Ganze hier tippe ich ein in den Taschenrechner und erhalte 1,4. Wenn ich also meine Gleichung durch 1,4 teile, habe ich 1,6 gleich a. Damit habe ich die Parameter a und b. Und das bedeutet automatisch, wenn ich a und b hier einsetze, erhalte ich meine Funktion. Das heißt, die Funktion, mit der ich ab jetzt immer rechne, ist 1,6 mal Wurzel aus b ist 1,96 minus 0,25x². Das ist jetzt also die Funktion, welche mein Hühnerei beschreibt, beziehungsweise den Ellipsoid.